Herzlich willkommen zurück zu Star Stable, heute hier mit Laila und Soul Horse. Und ja, wir werden unsere Reise beginnen nach Whaledale. Das erste Mal werden wir Whaledale sehen und betreten und ich bin ganz gespannt, wie die Quest dazu aussehen wird. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Spring mal aufs Lava, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap-wap, da-da-di-da-da-da. Spring mal aufs Lava, denn der Boden ist Lava. Ja, ein Tag ist mittlerweile vergangen und wir können jetzt weiter mit Alex sprechen, denn Alex wird uns nach Whaledale führen, zumindest heißt die Quest die Reise nach Whaledale. Und das bedeutet, dass wir das erste Mal Whaledale sehen werden. Also, ich meine, theoretisch kennen wir Whaledale, aber das erste Mal dorthin zu kommen, das war auf jeden Fall etwas sehr, sehr Besonderes damals. Und ich bin gespannt, wie die Quest jetzt sein wird. Mal schauen. Okay. Das ist alles sehr interessant. Was haben wir also? Wir wissen, dass Linda im Schloss eingesperrt wurde, wahrscheinlich von Godfrey, der von der Baroness beauftragt wurde. Wir wissen auch, dass die Baroness sehr schweigsam über ihren früheren Ehemann John Sandman ist, über den sie sagt, er sei tot. Dieser John Sandman müsste demnach der Großvater von Justin sein und der Mann, zu dem Justin und Sabine gefahren sind. Die Polizei? Noch nicht, aber bald. Hör mal, es gibt da jemanden, mit dem du sprechen musst. Ihr Name ist Elisabeth Sunby. Sie ist meine Mentorin und sie kann uns helfen. Du findest in Whaledale? Warst du jemals dort? Na danke, du findest sie in Whaledale, müsste das eigentlich heißen wahrscheinlich. Nordöstlich von Silverglade gibt es die Wills Mühle. Gibt es die Wills Mühle Weg? Die später zum Whaledale Way wird. Was ist denn das hier für eine Übersetzung? Nordöstlich von Silverglade Village gibt es die Wills Mühle Weg. Den Wills Mühle Weg. Naja. Die später zum Whaledale Way wird. Folge dieser Straße nach Norden. Reise nach Whaledale und sprich mit Elisabeth Sunbeam. Die Wills Mühle Weg wird dich dorthin führen. Die Weg. Das ist die Weg. Okay. Alles klar. Dann werden wir jetzt nach Whaledale gehen. Genau, dorthin. Sehr schön, wir werden das erste Mal Elisabeth treffen. Puh, Elisabeth. Ich möchte nicht spoilern, denn ich glaube, es gibt bestimmt noch einige, die jetzt neu anfangen und die Story vielleicht nicht so kennen. Ich kann so viel dazu sagen. Ich freue mich, Elisabeth wiederzusehen. Auf jeden Fall. Und alle, die Story schon gespielt haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Und freuen sich vielleicht mit mir, Elisabeth wiederzusehen. Denn ich glaube, Elisabeth ist auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, bestimmt eine der beliebtesten Charaktere hier in Star Stable von den NPCs. Also da bin ich fest von überzeugt. Und alle, die sie jetzt neu kennenlernen, die werden vielleicht noch nicht am Anfang so begeistert sein, aber man lernt sie im Laufe der Story auf jeden Fall kennen und lieben. Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall, ja, es wird schön werden. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Deswegen auf nach Whaledale! So, und da sind wir auch schon angekommen in Whaledale. Und jetzt werden wir mal Elisabeth besuchen und ich weiß, dass sie dort steht. Und ja, wir sehen sie auch schon. Oh, hallo Elisabeth. So lange nicht gesehen. Unglaublich, da ist sie. Elisabeth. Ich glaube, ich werde mal kurz ein Foto machen. Weil, wie lange habe ich noch die Gelegenheit, hier ein Foto mit Elisabeth zu machen? Oh, warte mal. Ich möchte eigentlich sehr gerne einmal den Hut für mich verstecken. So, ein Bild mit Elisabeth.
Am besten, dass es so aussieht, als wenn ich sie vielleicht umarme. Okay, dafür muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Dumm, nochmal. Ah, fast. Aber warte mal, wenn ich das eh so ranzoome, geht das so, wie ich mir das vorstelle? Ja, fast. Elisabeth ist ein bisschen groß. Und ich gucke ein bisschen blöd zur Seite. Aber ich mache trotzdem ein Foto. Es tut mir leid. Ihr wisst ja, fotomäßig bin ich immer am Start. Guck mal, wie sie sie anguckt. Habt ihr es gesehen? Voll interessant. Können wir noch ein bisschen dichter zu Elisabeth gehen hier? So, das gute Mädel muss ich leider ignorieren, weil sonst kann ich kein Foto machen. So. Unsere Elisabeth. Denn Elisabeth, die ist so nett. Ist sie wirklich. Also, kein Spaß. Okay, noch einmal die Schärfentiefe ganz kurz. Und dann haben wir, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Bild. Über das ich mich sehr freue. Ah, Elisabeth. Sehr schön. Hallo, guten Tag. Laila, ich habe auf dich gewartet. Woher? Ich wusste, dass du kommst. Oh, Alex hatte mir eine SMS geschickt. Also erzähl mir mal, was los ist. Okay, ich verstehe. Die Baroness scheint stark involviert zu sein. Sonst hätte sie Linda ja freigelassen, als ihr dort wart. Zur gleichen Zeit scheint sie etwas aus ihrer Vergangenheit zu verstecken zu versuchen. Ich glaube, dass diese zwei Tatsachen eng miteinander zusammenhängen. Die Silverglades waren eine mächtige Familie, die sozusagen über ganz Jorvik regiert haben, und bis zum heutigen Tage haben die Mitglieder dieser Familie einflussreiche Positionen im Jorvik-Stadtrat. Die Silverglades sind daran gewöhnt zu bekommen, was sie wollen. Du bist da über etwas gestolpert, das sehr viel komplizierter ist, als du gedacht hättest. Bist du bereit, dazu weiterzumachen und uns zu helfen, Laila? Ja, bin ich. Gut, wir werden dich brauchen. Was mich am meisten an der ganzen Sache stört, ist, dass Sabine involviert ist. Warum das so ist, kann ich dir noch nicht sagen. Was es ist, dass sie von Justin wollen? Der einzige Weg, diese Frage zu beantworten, ist herauszufinden, wer dieser Herr Sandman ist, der dir anscheinend Justins Großvater ist. Bevor du jetzt deine Recherche in Fearglow fortsetzt, würde ich dich noch gerne um einen Gefallen bitten. Das mag dir jetzt komisch vorkommen, aber es gibt einen Grund, warum ich dich darum bitte. Du wirst diesen Stock brauchen. Hast du die Runensteine gesehen, die am Hügel hinterm Haus stehen? Was du jetzt machen musst, ist, dich vor jeden einzelnen dieser Steine zu stellen und dich zu konzentrieren, während du dieses Artefakt in der Hand hältst und dir intensiv das Muster anguckst. Komm zurück, wenn du das mit allen Runensteinen gemacht hast, und lass mich wissen, ob du irgendwas Ungewöhnliches gefühlt hast. Okay, dafür gibt's einen totschicken gelben Helm. Nimm den Stock, stell dich vor die Runensteine und konzentriere dich auf die Muster. Es gibt 4 Runensteine. Okay, alles klar. Habe ich jetzt den Stock bekommen? Ja. Den Stock vor allem. Sieht doch eher aus wie ein Runenstab. So, dann schauen wir mal, was wir mit den Runensteinen anstellen. Ich glaube, wir zaubern ein bisschen. Und ich glaube fast... Oh, jetzt wird es jetzt angezeigt, dass wir hier in Whaledale sind. Und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen bei euch, denn ich muss davon auf jeden Fall Fotos machen. Denn wir haben im Laufe des Games nur einmal die Möglichkeit, diese Runensteine hier zu aktivieren. Und das muss man auf jeden Fall nutzen, finde ich. So, wir benutzen den Zauberstab. Ich hoffe, das geht überhaupt mit den Fotos. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zauberstab schwingen. Passiert auch was? Noch nicht. Ich hoffe aber, dass was passiert beim letzten Runenstein. Okay, Zauberstab schwingen. Ah, noch passiert nichts. Ich dachte, ein paar tolle Schwing-Moves oder so kommen da zum Vorschein. Nummer 3. Und der letzte. Nein, auch nicht.
Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich habe das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen krasser in Erinnerung. Oder kommt da noch was anderes? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das werden wir dann sehen. Ich meine, wir müssen da noch irgendwas tun. Aber, vielleicht wurde die Quest auch mittlerweile irgendwie verändert. Das kann natürlich auch sein. Aber Elisabeth, wir standen davor und jetzt leuchten sie. Also erzähl mal, was passiert ist. Sie haben alle zu glühen begonnen? Das ist sehr beachtlich, Layla. Das ist das erste Mal, dass jemand... Ich meine, danke für deine Teilnahme. Tust du mir einen Gefallen und behältst das für dich? Du kannst Alex erzählen, wenn du unbedingt willst. Sie ist auch ein Mitglied von uns, den Bewahrern von Aideen. Das ist alles, was du wissen musst. Fieldgrove, du solltest dorthin reiten und die Bewohner befragen. Vielleicht wissen sie, wer dieser Mann wirklich ist. Es gibt eine Abkürzung, die durch die Berge führt. Der Weg könnte ein wenig schwierig zu finden sein. Er befindet sich südöstlich, Teil der Geländestrecke. Und dafür gibt es einen totschicken, warmen, schwarzen Pullover, den ich tatsächlich sehr schön finde. Warte. Ah. Ja, schwarzer Pullover geht halt einfach immer. So, wir sollen nach Fieldgrove. Das erste Mal nach Fieldgrove. Sehr schön. Ich bin begeistert, wie schnell das hier einfach geht. Ah, guck mal, jetzt sieht man hier tatsächlich auch schon Vaters Werkstatt. Aber sie hat noch keine Quest. Okay, interessant, das auch mal zu wissen hier. Hier ist der Silver Song Fluss, der im Winter so wunderschön gefroren ist. Ah, toll. Hier sind die ganzen Ferdis. Schön. Dann würde ich sagen, auf nach Fieldgrove. Aber wir werden nicht den ganzen Weg laufen. Denn da gibt es eine neue Folge von gleich. Naja, was heißt gleich? Ich mache dann eine neue Folge, wie wir in Fieldgrove ankommen. Denn ich finde es super schön, das jetzt hier so unterteilen zu können. Ja, wir sind jetzt in dieser Folge nach Whaledale gekommen, haben Elisabeth kennengelernt. In der nächsten Folge sehen wir die nächste Stadt. Und das finde ich echt unheimlich toll, muss ich sagen. Das weckt sowas von Erinnerung. Und ja, storymäßig ist das einfach richtig klasse, muss ich sagen. Deswegen gehen wir noch zum Whaledale See. Den sehen wir dann ja quasi auch das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob es das Rennen hier schon gibt. Kann man das schon freischalten? Das werde ich gleich sehen. Die Rennen werde ich aber jetzt hier heute nicht freischalten, sondern ich glaube, dafür machen wir dann extra mal einen Stream. Und schalten das da frei. Wieder so ein bisschen Nebenquest-mäßig dann. Das finde ich immer ganz schön. Und ihr dürft mir sehr gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Aufteilung auch mögt. Oder ob ihr sagt, nö, mach doch einfach noch ein paar Nebenquests und mach da Videos von. Und das am besten, während du die Storyquest machst oder so, gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, mir gefällt das so sehr gut. Und jetzt sind wir hier am Whaledale See angekommen und er hat tatsächlich noch keine Quest. Okay, aber der Pferdetransporter, der steht zumindest hier. Herr Anderson, wir sehen uns bestimmt dann nochmal wieder. Und damit würde ich sagen, in der nächsten Folge von Layla geht es nach Fieldgrove. Das erste Mal. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt so ein bisschen in Richtung Golden Hills freischalten. Weil da müssen wir auf jeden Fall Dinge in Fieldgrove tun. Und auch das werden wir zusammen erleben. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.